Tat aktiviert. Beginne Briefing. Information. Kadir Suleiman, ein Politiker, der nach dem Ausbruch für Ordnung sorgen sollte. Sein Bruder Hassan fiel der Seuche zum Opfer, ehe wir ihn evakuieren konnten. Suleiman gab dem GRI die Schuld für Hassans Tod. Er stahl eine streng geheime Datei, mit der er den GRI erpressen will. Falls ihm etwas zustieße, sollte der Inhalt veröffentlicht werden. Informationen. Die gestohlene Datei enthält unvollständige Angaben zur Herstellung eines Heilmittels. Würde die Anleitung in dieser Form angewendet, wäre das Produkt äußerst toxisch. Die Datei enthält auch eine Beschreibung der Virionstruktur. Jeglicher Missbrauch könnte unzählige Leben kosten. Wir brauchen sie zurück. Details zur gegenwärtigen Lage. Suleiman schickte die Datei an einen unbekannten Helfer, der sie veröffentlichen soll, sobald er den Befehl gibt. Wir haben die Kommunikation der Stadt gestört, um ihn an der Veröffentlichung der Datei zu hindern. Ihr GRI-Funkgerät ist davon nicht betroffen. Es ist Ihr Joker. Verlieren Sie es nicht. Suleiman ist mittlerweile untergetaucht und benutzt einen anderen Namen. Wir vermuten, dass er nun eine der zwei Hauptfraktionen anführt, die in der... Wiederhole. Finden Sie Suleiman und die Datei, um die Menschheit vor einer noch nie dagewesenen Katastrophe zu retten. Siehst du, das war kein Abwurffallschirm. Brecht ihm die Beine und bringt ihn zu Reis. Zurück mit euch! Los! Stopp! Lärm zieht sie an! Rückzug! Rückzug! Komm, wir müssen los! Er muss runter von der Straße. Tower, hier Jade. Krankenstation vorbereiten. Hab einen Kerl mit übler Kopfwunde und Biss am Arm. Mist, ist Amir verletzt? Nein, Amir ist tot. Aber ich bringe euch jemanden, der überleben könnte. Einer von uns? Mal sehen. Kneif du ihn! Du hast Angst! Hab ich nicht! Dann kneif ihn! Er blinzelt! Was? Da! Schon wieder! Was, wenn er ein Zombie ist? Ah! Zombie! Lauf! Hallo und herzlich willkommen zu Dying Light. Ich habe das Spiel schon auf Konsole gespielt und eigentlich wollte ich gar kein Let's Play davon machen. Aber jetzt sieht es so aus, dass ich am Wochenende zu einem Kollegen fahren werde. Und da werden wir das Spiel im Koop wahrscheinlich dann durchspielen. Und ich dachte mir, ja, so ein Koop-Let's Play macht doch dann wieder Spaß.
Deshalb würde ich jetzt einfach mal sagen, ich kenne halt den ganzen Anfang. Die meisten von euch kennen ihn auch, sind vielleicht gespannt, was wir abspielen. Du schläfst 3 Tage lang wie ein Toter und dann erschreckst du Kinder? Fängst ja gut an, 31. Wo bin ich? Im Paradies, siehst du doch. Gut, und jetzt mal im Ernst. Geh zu Raum 190. Der Boss brieft dich doch. Was soll das heißen, 31? Frag den Boss! Deshalb würde ich jetzt auch gar nicht so viel Zeit verschwenden, irgendwas erklären oder sonstiges, sondern ich würde einfach jetzt durchlaufen, weil die meisten werden ja wissen, man muss erst mit Planeten gespielt haben, die erste Nacht überlebt, bis man im Koop wirklich spielen kann. Und das würde ich jetzt noch 31, machen, bevor ich losfahre. Das ist deine Nummer. Und, 31 in Dem ist Amir jetzt sagen, doch Ruhe. Ach, scheiß auf Ruhe. Jetzt kriegt der Amirs Antizin. Wir gehen drauf. Einer nach dem anderen. Ich sehe es ehrlich gesagt auch gerade zum ersten Mal auf dem PC. Und ich muss sagen, es sieht dann doch noch um Längen anders aus. Ich gehe nochmal kurz runter im Flur. Gerade hier im Flur ist es mit den Pflanzen und so. Das bin ich von der Xbox ehrlich gesagt nicht gewohnt gewesen. Das ist schon ziemlich cool. Ich suche nach dem Boss. Ist er dort drin? Oh, du bist 31. Geh rein. Hey, ich suche nach... Bist du der Boss? Bin ich dir zu jung? Probleme mit meinem Alter? Nein, ich... Du wolltest mich sprechen? Schon besser. Erinnerst du dich an irgendwas? Weißt du, wo du bist? Das hier ist wohl eine Art Zuflucht? Wir nennen es den Turm. Bracken und seine Kuriere haben das Ganze vor Monaten zusammengeschustert. Seitdem sind wir hier. Jagen nach GRE-Paketen, plündern und retten Leute. Ja, ich wollte der Frau danken. Gut. Wenn sie nicht wäre, würdest du schon an irgendeinem Schienbein nagen. Dein Antizin hat es übrigens nicht überlebt. Alles, was Jade retten konnte, war dein Funkgerät. Ja, toll. Könnte ich es wieder haben? Tja, das brauche ich wohl dringender. Nee, Kumpel, da täuscht du dich. Na gut, hier. Weißt du, wofür Kuriere ihr Leben riskieren? Für Kerle wie dich. Du nimmst Antizin, das für jemand anderes bestimmt war, und gibst selbst nichts ab? Ich habe jetzt echt keine Zeit für deinen Bullshit. Ich erreiche einen meiner Leute nicht, weil unsere blöden Funkgeräte alle im Arsch sind. Tust du mir einen Gefallen? Ich kann dich und dein kostbares Funkgerät nicht mehr sehen. Also mach dich woanders nützlich. Wir können im Turm keine faulen Säcke gebrauchen. Hey, das ist unfair. Ich bin nicht faul, ich... Hey, Boss. Verstecken. Dieser Kerl ist bloß im 13. Stock, könnte aber genauso gut in der eingestürzten Mine stecken. Komm später wieder. Und ich bin nicht der Boss. Bin ja zu jung. Ich bin Rahim. Bracken hat hier das Sagen. Gut, dann flitzen wir doch. Ich bin nicht faul. Richtung 13. Stock. Dafür müssen wir hinten in den Aufzug gehen. Wie gesagt, also ich finde es ist optisch schon noch arg unterschiedlich. Also die Konsolenversion sah schon gut aus, aber ich finde die PC-Version sieht halt doch noch um Längen besser aus. Wo willst du denn hin? Zum 13. Stock. Ich soll da was für Rahim holen. 13? Oh, scheiße. Das wird eklig. Aber wir müssen uns halt alle ins Zeug legen, oder? So, dann flitzen wir mal gemütlich in den Aufzug und schauen uns im 13. Stock um. Hier sind ja einige draufgegangen. Crane hier. Wo waren Sie? Wir warten jetzt schon seit 70 Stunden auf Ihren Bericht. Was ist passiert? Ja, ich hatte das Funkgerät verloren, aber meine Deckung ist intakt. Noch kein Kontakt mit dem Anführer. Seine Identität ist noch nicht klar. Ich achte darauf, mich anzupassen. Verstanden.
Die Zeit drängt, Crane. Denken Sie daran. Da wäre noch was. Ich wurde gebissen. Hab keine Symptome, aber hier heißt es, ich sei infiziert. Dann sollten Sie sich wohl schleunigst Antizin besorgen. Hilfe! Oder? Hilfe! Bitte! Bis zum Geier. Auf geht's, gucken wir nach. Tja, damit hätten wir den ersten. Oh, hab mir den Arm verletzt. Bei der Flucht vor ihm. Gott! Du musstest ihn töten, nicht? Verdammt! Das war mein Bruder. Ich bin hier runter, um ihm zu helfen. Ruhig, alles wird gut. Ich hol Hilfe. Rahim, hier Crane. Bin im 13. Stock. Hör mal, deinen Mann hat's übel erwischt, als er vor einem Zombie fliehen wollte. Oh, Scheiße. 31? Du hast Mark gefunden? Ist da unten sicher? Jetzt schon. Gut, bleib dort. Ich schicke Lena runter. Halt still. Lena wird jeden Moment hier sein. Du musst Verbandszeug auftreiben. Und Alkohol. Nimm beides zusammen. Das stoppt die Blutung. Bitte, mach schnell. Bleib ruhig, ja? Bin gleich zurück. So, damit haben wir gelernt, Medikits herzustellen und können quasi jetzt einmal losziehen und das Zeug zusammensuchen. Ist nicht ganz so schwer. Der meiste Kram wird wahrscheinlich sofort schön pingen hier, wie man das sieht. Und da werden interessante Sachen markiert. Oder diese uninteressante Sachen, wenn es abgeschlossen ist, aber. So, die Stromkabel nehmen wir hier noch mit, die Kiste hier, den Klebeband, die nächste Kiste, nehmen kann man alles gebrauchen für später. Arzwaffenherstellung, Alkohol haben wir schon mal. Die Tür wird wahrscheinlich auch dicht sein. Okay, das ist alles, was Mark braucht. Versuchen wir es. Spitze, so können wir schon mal ein Medikit herstellen, aber sich angucken lohnt sich dort immer eigentlich in dem Spiel. Dann bauen wir doch einfach mal ein Medikit hier zusammen. So, das war relativ einfach. Klebeband. Und dann war es das fürs Erste. Okay, wer ist verletzt? Er blutet ziemlich stark. Lassen Sie mich sehen. Aha, Moll und Alkohol. Primitiv, aber okay. Okay, danke. Ich übernehme das jetzt. Gut gemacht, 31. Stille Wasser sind tief. Nicht schlecht. Vielleicht habe ich dich ja falsch eingeschätzt. Schwamm drüber. Ich will mich nur bei euch revanchieren. Toll. Komm vorbei. Wir müssen über deine Rolle hier bei uns reden. So, und damit rein direkt nach oben. Flitzen direkt wieder zu Rahim. Okay, ist erledigt. War ein Kinderspiel. Sonst noch was? Tja, mal überlegen. Rahim, du bist schlau genug, um gefährlich zu sein, weißt du? Omar hat mir von deinem Plan fürs Nest erzählt. Sprengsätze. Echt jetzt? Wie? Sprengstoff? Ach, hab ich nie komm. Gesagt. Du warst noch nie ein besonders guter Lügner.
Ich weiß, was ich tue. Ja? Hältst dich wohl für unsterblich? Du bist nicht meine Mutter. Nein, Mutter ist tot. Also sei besser ein bisschen netter zu mir. Außer mir hast du keine Familie, gerade jetzt, wo Amir uns auch noch verlassen hat. Du bist Jade, ja? Genau. Ich wollte mich nur bei dir bedanken und dir sagen, wie leid mir die ganze Geschichte tut. Ich verdanke dir und Amir mein Leben. Ja, genau. Du willst dich revanchieren? Sorg dafür, dass mein Idiot von Bruder nicht drauf geht. Kein Sprengstoff, Rahim! So. So, reicht es? Kann ich jetzt mit Bracken sprechen? Zieh dich erstmal um. Neue Klamotten sind in deinem Zimmer. Nummer 194. Was ist mit meinen Sachen? Für Brackens Mission brauchst du was Passenderes. Sag Bescheid, wenn du dich umgezogen hast. Gut, dann ziehen wir uns doch mal ratzifatzi um, um dann gleich weitere Aufgaben anzunehmen. Trag mal die frische Kleidung. Zack. Gut, Rahim, ich bin bereit. Wo finde ich Bracken? Nicht so schnell, Mann. Wenn du hierbleiben willst, müssen wir sehen, ob du das Zeug dazu hast. Los, ab zum Fitnessbereich. Ist ganz oben. Bloß ein paar Treppen hoch. Rahim, ich sehe dich nicht. Wo steckst du? Ganz nah. Kleine Parkour-Einlage, dann habe ich noch viel mehr. Sollte sich ja wie zu Hause fühlen. Crane auf einem Kran. Willkommen im Fitnessbereich. Zuallererst musst du lernen zu rennen. Was meinst du mit lernen zu rennen? Mach einfach, was ich sage, ja? Okay, jetzt spring da runter. Bist du verrückt? Das wäre Selbstmord. Sei kein Feigling. Spinnst du? Das meinst du doch nicht ernst. Schau zu. Rahim! Mein Bein! Rühr dich nicht! Ich hol Hilfe! Ha! Du bist drauf reingefallen! Du blöder Arsch! Was? Verstehst du keinen Spaß? Los! Jetzt mach, dass du hier runterkommst! Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Na dann, guck dafür. Scheiße! Scheiße! Adrenalin pur, was? Aber das war noch lange nicht alles. Es kommt noch mehr. Um zu überleben, musst du das Gelände ausnutzen. Die meisten Fresser können nicht klettern, also je schwieriger das Terrain, desto besser für dich. Ich habe ein paar typische Situationen vorbereitet. Mal sehen, wie du dich schlägst. So. Manchmal ist es besser, durch die niedrigen Enggänge zu kriechen. Da können die Fresser nur schwer folgen. Nicht langsamer werden, während du läufst. Bleibst du draußen stehen, bist du tot. Nicht schlecht! Für einen Neuling! Also gut, rauf auf das Gerüst dort! Und fall nicht runter, es gibt hier kein Netz! Mein Lieblingstrick, Katzensprung und Hochsterben. Kannst du das nicht, hältst du keine 10 Minuten durch. Und nutz beim Laufen alles, was du findest.
natürlich relativ bekannt für mich. Dementsprechend spielen wir jetzt einfach so durch, ohne irgendwas Großartiges zu sagen oder zu machen. Das ist jetzt nicht sonderlich schwer, wenn man das Spiel schon ein bisschen gespielt hat. Okay, das reicht. Du bist ja ein echtes Naturtalent, Mann. Oder hast du das schon mal gemacht? Hast du? Kaum. Abgesehen vom Sportunterricht in der Schule. In dem Fall bist du ein echtes Genie. Sowas habe ich noch nie erlebt. So, das war mal. Was passiert mit mir? Crane, sag doch was! Was ist denn los? Irgendwas stimmt nicht. Rahim, was ist mit mir passiert? Oh, Scheiße. Du hast bestimmt deinen ersten Anfall. Komm hierhin zurück. Rahim, was zum Geier war das? Heißt das, ich verwandle mich? Ich glaube nicht. Diese Anfälle sind eine Folge der Infektion. Du solltest aber bei Dr. Zara vorbeigehen. Er wird dich untersuchen und dir wohl Antizin spritzen. Ehe du zu Zara gehst, solltest du mit dem Quartiermeister reden. Der staffiert dich neu aus, damit sie dir draußen nicht die Rübe abbeißen. So, spitzenmäßig haben wir auch den Parcours hinter uns gebracht. Dann flitze ich einfach mal runter, ab zum Quartiermeister. Der uns jetzt in Zukunft ziemlich viel Klamotten geben wird, immer zwischendurch und gerade aus der App. Ich habe aus den letzten Tagen ein bisschen vorgespielt. Ein paar Speer rausgeschickt. Level ich da in dem ganzen Ding, weil ich es ja schon für die Konsole gespielt habe. Also gut, sie haben mir einen richtigen Job gegeben. Und niemand ahnt, dass ich nicht der bin, für den ich mich ausgebe. Soweit so gut. Und sobald Dr. Zara mir hilft, diese Infektionsanfälle loszuwerden, wird's mir noch besser gehen. Ja, dementsprechend werde ich nachher mir auch Klamotten zuschicken, um das Spiel noch ein bisschen flüssiger zu machen, gerade Minipads. Ich finde, die sind immer relativ rar im Spiel. Deswegen. Ah, Sie sind der neue Späher. Rahim hat Sie per Funk angekündigt. Genau, ich heiße Crane. Namen merke ich mir erst, wenn jemand eine Weile überlebt hat. Hier, das ist für Sie. Übrigens, im Turm erzählen Sie, dass Sie bloß essen und Antizin schnorren wollen. Soll heißen, die Leute mögen Sie nicht besonders. Nehmen Sie es Ihnen nicht übel. Das ist nur der übliche Lagerkoller. Und da auch noch die Funkverbindung mit der Außenwelt gestört ist, mangelt's hier nicht an Paranoia. Entweder die Stadt hilft sich selbst oder keiner tut's. Wenn Sie mir oder Spike aber Sachen aus den GRI-Paketen bringen, ändern die Leute ganz schnell ihre Meinung. Das Zeug ist lebenswichtig. Danke, ich werd's mir merken. Sonst noch was? Hab's eilig. Also, wenn Sie gemocht werden wollen, dann sollten Sie sich nützlich machen. Wer den Leuten hilft, ist gleich beliebter. Vielleicht finden Sie sogar eine Frau. Für die kalten Nächte. So, dann würde ich sagen, nehmen wir einfach mal alles damit, was hier so rumfleucht, bis auf die Laufzettel, denn das war zu weit dran. Und unser Tischplan soll nicht verlassen. Und bevor es rausgeht, würde ich sagen, wir gucken nochmal, ob der Händler da ist. Der ist noch nicht für mich da. Die Quests gibt's auch noch nicht. Dann würde ich hier kurz unterbrechen und im zweiten Teil weitermachen. Und ja. So, bis dann.